Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Total War Warhammer 2 mit mir, dem Fearscream. Wir versuchen jetzt Lothern ohne Verteidigungsgeräte einzunehmen. Wird bestimmt eine ganz sportliche Angelegenheit. Ach scheiße, hab ich mich gerade verguckt, das sind ja Fernkämpfer. Wobei ich denke, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, meine Freunde. Das bedeutet, wir werden die einfach zerbomben. Wir werden die einfach zerbomben. Wir stellen uns hinten mit der Artillerie hin und wir werden die zerbomben. Ganz easy peasy. Die Sperrschleier, weiß gar nicht, ob wir die oben auf die Mauer stellen können. Wenn ja, dann zerbomben wir die zuerst. Heilen über unseren General unsere Artillerie. Dann gehen wir mit dem Necroflex vor, hauen die Tür ein, klingeln mal ganz kurz an. Und gewinnen das Ding, oder? Ist doch eigentlich total easy. Theoretisch. Wir könnten auch kamikaze-mäßig davor rennen. Ja, mit allem, was wir haben. Die Mauern hochklettern, uns komplett zerballern lassen. Und wir würden ganz viele Leute verlieren. Aber ich glaube, der schlauste Weg ist, wir ballern sie einfach über die Artillerie kaputt. Und ja, es wird nicht ausbleiben. Und den Rest müssen wir uns dann holen, indem wir mit den Milis hochklettern, währenddessen mit den Musketenschützen dann schießen. Aber ich glaube, das ist nicht so schwer, was wir vorhaben. Magie der Winde 19. Und wird noch mehr. 18. 17. Oh, okay, das war keine gute Idee. 19 hätten wir behalten sollen. Ja, wie machen wir es? Wie ich gesagt habe, machen wir es. Ist doch ganz klar. Stehen sogar schon ganz gut. Guck mal. Stehen sogar richtig gut. So. Oh, eine Kanone, einen Typen haben wir weggenommen. So. Alles von uns kann doch wirken. Und er dürfte bei weitem nicht so weit kommen. Bei weitem nicht so weit, hört sich auch gut an, ne? Vielleicht wird sein Adler mal angeflogen kommen. Ist hier nicht versteckt. Das ist anscheinend nur ein Busch. Da sind sie versteckt. Ja. Ansonsten können wir schon mal... Oh, wir haben alle Leitern dabei. Das ist fein. Schon mal unser Trupp 2 zusammenstellen. Der kommt direkt dahinter. Das ist der Ballertrupp. Den schließen wir jetzt ausnahmsweise auch mal. Und das ist der Nahkampftrupp. Nehmen wir den mal einfach 3. Nahkampftrupp. Oh, der ist aber breit. So breit brauchen wir ihn gar nicht. So, Nahkampftrupp. Okay. Ah. Das war nicht geplant. Und dann gehst du einfach auf 4. Du das mit auf 1. Und... ihr geht auch mit in die 1. So. Mit Ö. Ich bin gespannt, ob meine Taktik aufgeht. Ja, sie kommen nicht annähernd so weit. Oh, aber die Dinger können so weit schießen. Wow. Also müssen wir... und nicht... Teile können wir auch zerschießen. Die Türme sind hier besetzt. Oh, die treffen aber mein Necro hart. Welche meine Taktik? Ich habe die Türme vergessen. Schießen wir jetzt auf die Türme? Okay, scheiß drauf. Wir machen Kamikaze-Taktik. Ah, jetzt ist der Turm doch kaputt. Ja, der Turm ist kaputt. Also geht es doch. Dann lassen wir Trupp anhalten. Oh, war das nochmal?
Stopp. Stopp. Und ihn müssen wir heilen. Ich hoffe, die besetzen sich noch die anderen Türme. Kommt, Jungs. Ey, 4 Kanonen, Alter. Schwer sein, diesen Turm zu zerschießen. Der Necro darf nur nicht da umgehen, ne? Das wäre die Todesstrafe. Schon wieder getroffen. Wir haben mal Zeit, dass dieser Turm hier kaputt geht. 96% Schaden. Jetzt ist er weg. Okay. Dann schneiden wir mal hier noch ein bisschen drauf rum. Da können wir auch ein bisschen... mal so ein bisschen verstreuen das Ganze. Und wenn wir jetzt hier den Großteil da vernichtet haben von den armen Elfen, die jetzt einfach nur da oben doof rumstehen und zerschossen werden, können wir ein bisschen beschleunigen, da brauchen wir hier nicht lange warten. Und wie trifft er die nicht richtig? Auch nicht getroffen, war? Oh, Torschaden hat auch schon. Oh, ich treffe irgendwie immer das Tor. Okay, da oben treffen wir sie doch deutlich schlechter als erwartet. Oh, und jetzt hat man was getroffen. Na gut, die paar, die tun es jetzt auch nicht so doll weh. Okay, das Tor ist auf. Okay, jetzt haben wir ein paar Hits gesetzt. Munition verbraucht irgendeine. Ja, hier, wa? Hm. Okay. Das Ding hat sich gleich von alleine gegessen. Oh, das war böse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, komm. Länger brauchen wir echt nicht warten. Auf schnell, glaube ich, durchspielen. Ja, wir machen das jetzt hier auf schnell. Das war jetzt auch keine große Herausforderung mehr. Taktik ging auf jeden Fall gut auf. Oh, da hinten sind noch zwei Türme oder. Ach, die Speerstädter schleudern. Und der Adler ist auch noch da. Da wollt ihr auch mitmachen, Jungs? Der General haut jetzt ab, oder? Da haben wir den schon vernichtet. Werden sich hier nicht einig, wie sie durchkommen? Einfach durchlaufen, Jungs. Tut gar nicht weh. Oh, lasst euch da nicht aufhalten, ey. Haben wir nicht so einen Computerscheiß. Los. Ich will nicht unnötig Leute verlieren. Sehr schön. Okay. Das haben wir auf Turbo schnell gespielt. War jetzt auch nicht allzu schwer. Vielleicht kriegen wir hier noch mal ein bisschen was kaputt. Yes, you have. Okay.
Sehr schön, okay, das war eine schnelle Schlacht, war jetzt nicht ganz so schwer. Aber ja, General ist tot, alles ist tot, außer die Speerschleudern. Damit können wir leben. Wir haben keine Einheit verloren. Das war das Ziel dieser Taktik. Haben wir doch ruhmreich gespielt. Naja, es war schon ein bisschen gemein. Aber trotzdem, also wir wollen ja auch nicht irgendwelchen Hochelfen noch irgendwelche Kills schenken oder so. Auf gar keinen Fall. Wir hatten trotzdem 183 Verluste. Aber dafür, dass wir in der Defensive waren, war es okay. Wir hätten natürlich auch noch länger warten können und hätten die erstmal wirklich alle komplett zerbomben können. Aber ich wollte es ja auch nicht damit langweilen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, da ein bisschen Druck zu machen. Naja. Ich bin so gespannt. Es zu halten wird schwer, da Tyrion wahrscheinlich schon auf dem Weg dorthin ist. Das heißt, wir müssen uns gleich Truppen auch nachkaufen. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Aber mein Gott. Da müssen wir in seiner eigenen Hauptstadt, müssen wir Tyrion verjagen. Das wird natürlich echt lustig. Ich würde das Ding einfach auch gerne niederreißen. Das geht doch, geht das nicht auch? Oder kann das nur Norska? Ah, wir gucken gleich mal. Wenn diese Ladezeiten nicht wären, wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön? Aber an dieser Stelle kann ich doch ein bisschen Werbung machen. Ich bin MMOGA-Partner und wenn ihr Geld sparen wollt, klickt auf meinen Link in der Videobeschreibung. Nein, ganz im Ernst, Leute, da sind wirklich Spiele deutlich günstiger. Teilweise bis zu 80% und man spart wirklich eine ganze, ganze Menge Geld. Ich kriege natürlich auch ein bisschen Provision, wenn ihr über meinen Link dort einkauft. Aber glaubt mir, Leute, es lohnt sich wirklich. Geht da shoppen. Und wenn ihr Bock habt auf nette Leute, dann kommt doch auf meinen Discord-Server. Dort sind wirklich feine Menschen am Start. Wir spielen Blood Bowl 2, Total War Warhammer, Last Year's a Nightmare, Dead by Daylight, Friday the 13th, ach, was da nicht alles gespielt wird. Also von Horror bis Fantasy ist eigentlich alles dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wir sind so momentan um die 150 Leute. Schwankt ja auch immer so ein bisschen stetig wachsend. Und wenn ihr Bock habt, mal mich live zu sehen im Stream, dann kommt doch mal auf Twitch vorbei. Mittwochs und sonntags streame ich. Mittwochs 19 Uhr, sonntags 18 Uhr starte ich. Und auch öfter mal natürlich zwischendurch. Haut mir ein Follow rein und schaut doch mal einfach vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. So, da ist die Lade-Action fertig. Okay, was haben wir? Okay, Piratenbucht errichten. Aha, Leute, hier haben wir's. Eine Piratenbucht draus machen. Geil. Wow, 12.000, wenn wir es ausrauben. Aber wenn wir es ausrauben, können wir, glaube ich, keine Piratenbucht mehr daraus machen. Und eine Piratenbucht bringt uns doch auch Kohle. Ausrauben, 12.000. Oh mein Gott, ich würde es gerne. Eigentlich kann ich es ausrauben und dann noch eine Piratenbucht errichten? Bestimmt, oder? Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Lives at plunder for the taking. Spoils of war to me. Leech from their labors.
Leave them alive. Milk them dry. They would pay us or die. Hm. Ja, die 12.000 jucken natürlich. Die jucken natürlich richtig. You won't get a moment's peace. Die Frage ist, ob ich beides machen kann. Wahrscheinlich aber nicht. Wir probieren es jetzt mal mit der Piratenbucht. Weil, einfach weil es geil ist und weil wir es können. Okay? Weil es geil ist und weil wir es können. Wir machen das jetzt. Das heißt aber immer noch Lotern. Wie lange dauert denn das, bis es eine Piratenbucht wird? Ich muss die echt wieder angreifen, wenn ich die wieder haben möchte? Und wir heilen uns hier nicht. Ist ja sehr kurios. Count Noctilus Reigns. Ja, war jetzt ja nicht so cool. Jetzt haben wir das Zeichen hier. Feindliche Provinzhauptstadt. Ey, hätten wir mal die 12 genommen. Aha. Guck mal, da haben wir doch was. Mord und Korruption sind als Geschäft der Piraten sich selbst einen Namen machen wollen, oder? Schmuggel und Handel. Piraten können der Schmuggel und vielleicht sogar hier da reguläre Handel das große Geld machen. Ah, Geld hört sich gut an. Schmugglerbucht? Versteckter Seeräuber. Das gibt uns pro Runde 20. Wow. Einkommen aus lokalen Siedlungen. Wow. 50 plus die Region wird in eurer Runde für eure Fraktion sichtbar sein. Das ist auch cool. Das ist auch geil. Fuck. Muss ich mich entscheiden oder kann ich beides? Nee, wa? Wahrscheinlich nicht. Ja, wir mussten uns entscheiden. Man kann auch hier so ein Kampfding machen, ne? Wow, das gibt richtig Infamie. Auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir nehmen das Geld. 200 pro Runde ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Geil. Geilo. Geilo, 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 Freunde. Das Ding haben wir uns gegönnt. Wir haben jetzt nicht so coole Einheiten, die wir uns holen können. Das müssen wir auf jeden Fall langsam mal ändern. Wir müssen hier irgendwas richtig Cooles bauen, oder? Befehle versetzt die Piratenbesatzung in Lagerstellung. So, weil ich was baue. Ja, das ist mir klar. Stufe 4. Wenn wir Stufe 4 hätten... Ach, wir bauen die ganze Zeit gar nicht weiter, die Pinne und so, weil wir nicht in Lagerstellung sind. Verdammte Naht. Das ist ja ungünstig. Dann gehen wir doch einfach mal in Lagerstellung. So. Unterhalt für alle Einheiten minus 15%. Das lohnt sich doch so schnell. Das haben wir doch schnell wieder raus. Und wir können geile Sachen bauen. Wir sollten aber uns noch irgendwas Cooles hier bauen und nicht nur so ein Schnickschnack-Scheiß. Irgendwas richtig Fettes. Was wollen wir denn haben? Die wollen wir unbedingt haben. Müssen wir uns hochbauen hier. Hilft alles nichts. Jagdschrei Flederbestie. Die ist natürlich auch... Der Leviathan ist auch geil. Hier sind die ganzen... Wo sind denn meine... Kanonen? Wo sind denn meine... Aber Wächter der Tiefe sind einfach geil, Leute. Wir haben es zwar schon irgendwo gebaut, das weiß ich, was halt echt dumm ist.
Ich kämpfe mit mir, Leute. Und Wächter der Tiefe sind saustark, das könnt ihr mir glauben. Ich muss es unten zuerst bauen, ne? Da komme ich nicht drum rum. Raum ist hier 8. Überschuss von 8, okay. Dann kann ich hier gar nicht weiter bauen. Na gut, dann haben wir hier ein bisschen mehr was von dem Schnatterradatz gebaut. Okay. Okay, okay, wir bauen das hier trotzdem durch. Wir haben hier unser Lager in Lotern aufgeschlagen. Ist doch auch mal was Nettes. Ich wollte... Ach, scheiße, Tyrion steht immer noch hier. Ich hab den ganz verdrängt. All bones on deck. Ich hab ihn ganz verdrängt, Freunde. Ich habe jetzt aber auch nicht die dicke Kohle, dass ich den hier... Ich habe ja auch kaum Material zum Ausstatten. Vor allem habe ich auch langsam keinen Bock mehr auf diesen ganzen kleinen Pillepalle-Scheiß-Einheiten-Dreck. Ich will jetzt hier die dicken Viecher bauen. Bewegen wir ihn trotzdem schon mal in Richtung Tyrion. Minus 17, wir haben gleich wieder eine Rebellion hier am Start. Eine Runde ist das noch fertig. Hier könnten wir aber auch noch echt cool was bauen, ne? Fliegende Einheiten haben wir auch noch gar nicht gebastelt. Wir würden nicht mal bis hierhin kommen, weil die Deckwerfer, die sind das Entscheidende, nicht die. Deckwerfer, die sind stark. Da wollen wir ran. Einheiten bringt hier nichts. Alles, was bis 2 geht, das hier zum Beispiel, Verteidigung. Können wir auch noch nicht bauen, weil wir nicht auf Stufe 2 sind. Wir auf Stufe 2. Ist doch noch was Interessantes. Öffentliche Ordnung. Plus Wachstum und so. Und eigentlich brauchen wir es hier, weil hier verkacken wir es ständig. Was wollen oder nicht, aber wir verscheißen da die ganze Zeit. So. Ja, dann machen, kümmern wir uns danach nächste Runde auf jeden Fall um die ganzen Elfen. Gucken, was Tyrion jetzt macht, nachdem ich seine Hauptstadt eingenommen habe. Der ist wahrscheinlich nicht begeistert. Graf Noctilus ist aufgestiegen. So, wir haben fette, geile Zauber. Nagender Zweifel macht nochmal was. Zweifel. Nahkampf, Geschwindigkeit, beständig ist natürlich auch geil. Aber gibt es nicht mal langsam was richtig Trefferpunkte? Also eben 8% mehr Leben. Geschossresistenz auch nicht schlecht, gerade wenn wir gegen die Hochelfen spielen. Rang des Kommandanten bei Rekrutierung. Alle Provinzen ist scheiße. So, Nahkampfangriff, Waffenstärke, Trefferpunkte. Schussresistenz. Wir machen mal die 8% Trefferpunkte rein, damit er noch mehr Leben hat. So. Gut, wir gucken, was Tyrion macht. Wir bauen gerade erstmal ein bisschen was fleißig, um unsere Goldvorräte hochzuschrauben. Wir werden zusehen, dass wir wahrscheinlich... Was macht Tyrion? Er holt sich auf jeden Fall die Stadt, ne? Oder er will seine wieder haben. Nein, er holt sich unsere Stadt. Da kommt schon wieder. Wo kommt der her, Alter? Zaubert der sich immer hier hin? Diese verdammten Rebellen, dieses Dreckspack. Boah. Er kommt jetzt auch hierher. Leute, ich kämpfe die ganze Zeit gegen 3 Fraktionen auf dieser verdammten Hochelfeninsel. Das ist so hart. Alter, scheiße, ey. Ja, Rebellion. Ist schön für dich. Und die Siedlung wurde belagert, ist mir auch klar. Wow, wow, wow. Gut, dass ich gerade was gebaut habe, ne? Was heißt das eigentlich? Heißt das nicht, dass der hier, dass die hier schon so weit sind und so? Ähm.
was? Wir haben auch gar keine Rite gemacht. Wir haben doch Riten. Riten, Riten, Riten. Wo war denn das hier? Diplomatie. Hier können wir doch, können wir hier nicht auch mal langsam einen reinsetzen? Jim ist doch immer ganz gut dabei, oder? Ja, weil er zu klein ist. Ja. Die sind noch nicht gut genug. Okay, habe ich verstanden. Hm. Ja, das ist hier echt die Elfenpest, Alter. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Na gut, nichtsdestotrotz. Wir müssen ihm hier ein paar Einheiten kaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Damit er gleich eine Chance hat, gegen die ankommende Bedrohung zu bestehen. Vielleicht auch noch einen Bomber. Weiß ich noch nicht. Ärgert mich natürlich, dass wir jetzt da was kaufen müssen. Können wir nicht auch sogar in Hinterhaltsstellung gehen? Nee, können wir natürlich nicht, wenn wir dort verteidigen. Ist doch hier drin, oder? Ja. Ja, mit den Jungs, die da drin sind, sollte er doch eigentlich die Verteidigung gegen diese hässlichen Elfen schaffen. Hoffe ich. Hm. Ah, guck mal, das klappt hier, ne? Mit der öffentlichen Ordnung und so hier. Das, da läuft's gut. Müssten wir nochmal hier reinkriegen. Ja, was die hier machen. Weiß ich nicht. Ich will mir aber das Ding noch holen. Das Ding will ich mir auch noch holen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. Wir haben fertig gebaut, oder? Wir haben fertig gemacht. Ich habe natürlich kein Geld mehr. Hm. Die Frage ist... ach so, warte. Wir gehen erstmal normal. Ich glaube, wir können sogar mit dem normalen Weg jetzt angreifen. Brauchen wir noch was? Wir brauchen eigentlich nichts. Laternen haben wir. Dann holen wir uns das jetzt hier. Raubwert. Oh, wenn wir natürlich so reingehen würden. Halt, warte. Oh, da kommen wir nicht hingelaufen. Da schaffen wir es nicht bis daran. Ich war... warum sehe ich nicht, wie weit ich laufen kann? Nur so ein Stück? Willst du mich rollen oder was? Na komm. Schaffen wir es noch in dem Part? Nein, schaffen wir nicht. 3 Minuten haben wir noch. Deswegen bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Wir werden... wahrscheinlich, ich denke ja, den Turm von Lysian und versuchen zu snacken. Somit rücken wir den Elfen hier auf die Pelle. Soll Tyrion erstmal hier glücklich werden? Ich kann es gerade nicht ändern. 12 Runden will er belagern. Also, da bin ich schneller. Definitiv bin ich dort schneller. Jetzt die nächste Stadt. Wir können uns eigentlich auch die holen. Was ist denn das hier? Holen uns doch die, wir stehen doch direkt hier. Kann ich da nicht vielleicht sogar... dann holen wir uns erstmal das Gerät und dann holen wir uns das Gerät. Oder wir holen uns das Gerät, segeln rum, töten Tyrion, mal gucken. Ihr werdet es im nächsten Part sehen. Haut rein, meine Lieben. Bis dann, euer Fearscream. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.